Bilder des rührenden Abschieds von Bastian Schweinsteiger, einem Helden des Sommermärchens, hat wohl noch jeder vor Augen. Da wird der deutsche Fußballfan schon wieder ernüchtert. Gegen Franz Beckenbauer und drei weitere WM-Organisatoren laufen strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit ominösen Millionenzahlungen im Vorfeld der WM 2006. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat das Strafverfahren bereits im November 2015 eingeleitet. Es geht dabei insbesondere um den Verdacht der Geldwäscherei, den Verdacht des Betruges, der ungetreuen Geschäftsbesorgung und eben auch des Verdachts der Veruntreuung. In diesem Zusammenhang kam es zu 8 Hausdurchsuchungen in Österreich und der Schweiz. Auch FIFA-Funktionäre wurden erneut befragt. Neben Beckenbauer wird auch gegen Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt ermittelt. Die 4 Präsidiumsmitglieder waren in den dubiosen Zahlungsfluss von 6,7 Millionen Euro verwickelt. Im Zentrum dieses Strafverfahrens stehen Abklärungen über den Gebrauch von Finanzflüssen rund um die Veranstaltung einer Gala, die übrigens nie stattgefunden hat offenbar. Hier geht es darum abzuklären, ob die Gelder durch das Präsidium des Organisationskomitees willkürlich zu einem anderen, denn dem vorgesehenen Zweck verwendet worden sind. Die Bundesanwaltschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass für Beckenbauer und die 3 weiteren DFB-Größen die Unschuldsvermutung gelte. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, drohen den Verantwortlichen Haftstrafen von 3 bis maximal 5 Jahren.